Herzlich willkommen zu den SAK-TV-Nachrichten. Bayerische Innungsbetriebe bleiben optimistisch. Mitsubishi Electric unterstützt Klinik-Clown-Projekt. Stiebel Eltron setzt auf erneuerbare Energien. Weiland feiert das 1-millionste Brennwertgerät. Der Bayerische SAK-Geschäftsklima-Index legt zu. Diese optimistische Aussage geht aus der halbjährlichen Konjunkturumfrage des Fachverband SAK Bayern hervor. Auch das sich zu Ende neigende Jahr ist für die Fachbetriebe insgesamt positiv verlaufen. Ja, das Fachhandwerk, muss ja einen Gang schneller gehen und muss nur jedes Mal noch einmal einen Gang höher schalten, ja, weil die Anforderungen vom Markt eben da sind. Da freuen wir uns drüber, ja, sind nicht euphorisch, aber wir geben Gas und wir werden wahrscheinlich den Schwung mit in 2017 mitnehmen. Wir werden wieder, mit so 2-3% plus rechnen können für 2017. Was wir natürlich schaffen müssen, ist das Preisniveau gleich laufend mit ansteigen zu lassen, muss man dazu sagen, weil da hingen wir im Handwerk doch immer noch ein wenig hinterher in der Entwicklung und da wären wir froh, wenn wir da mehr Kosten umlegen könnten. Die Weiterbildung bleibt auch für die Fachhandwerksbetriebe weiterhin im Fokus. Gerade die Ausbildungskampagne Zeit zu starten ist dabei ein wichtiger Baustein. Wir können die Qualität sichern unserer Handwerker, indem wir sie weiterbilden, fortbilden, informieren. Es gibt viele Themen und Herausforderungen für das SAK-Handwerk 2017. Alleine wenn man Digital 4.0 oder Smart Home etc. solche Sachen anspricht. Dann natürlich die Klimapolitik, die uns beschäftigt, ja, dass wir den Heizkesselaustausch nach vorne bringen. Das sind alles wichtige Themen, die die Zukunft fürs SAK-Handwerk bedeuten. Ja, wir haben die neue Ausbildungskampagne Zeit zu starten. Ja, wir machen seit 2009 Ausbildungswerbung, auch sehr erfolgreich, wie ich behaupten möchte. Und wir haben für dieses Jahr 7% plus wieder zu verzeichnen. Also Bayern ist da am Zahn der Zeit und ist vorne dran mit in der Ausbildungswerbung, in der Kampagnengeschichte. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir für 2017 hier noch Erfolge erzielen werden und haben schon das nächste im Petto. Bayern wird 2017 noch einmal einen Schritt nach vorne gehen in der Ausbildungswerbung und hier haben wir gerade ein Pilotprojekt am Laufen, was wir eventuell dann 2017 auch umsetzen werden. Mit 12.000 Euro unterstützt Mitsubishi Electric die Förderstiftung der Kaiserswerther Diakonie zur Finanzierung des Klinik-Clown-Projektes im Florence Nightingale Krankenhaus Düsseldorf. Stellvertretend für das Unternehmen übergab Gerd Hofer, Vertriebsleiter Deutschland bei Mitsubishi Electric, den Scheck unter anderem an den Klinik-Clown Anke Plassmann. Sie geht bereits seit 10 Jahren in der Kinderstation von Zimmer zu Zimmer und sorgt für leuchtende Kinderaugen. Stiebel Eltron profitiert von der Energiewende. Nach 435 Millionen Euro Gesamtumsatz in 2015 wird die Zahl in 2016 mit 465 Millionen Euro deutlich höher ausfallen. Wichtiger Treiber ist der Bereich erneuerbare Energie. Ja, also wir profitieren mit Sicherheit momentan durch die geänderten erneuerbaren Energienverordnungen, durch die Vorschriften im Neubau, weil einfach der Einbau einer Wärmepumpe oftmals viel, viel kostengünstiger ist als über andere Sanierungs- oder baulichen Maßnahmen, die vorgeschriebenen Wärme- und Dämmwerte und Energiewerte zu erreichen. Das ist sicherlich etwas, was uns momentan trotz der sehr, sehr hohen Strompreise, die sich nachher im Verbrauch ungünstig auswirken, insgesamt das Wärmepumpengeschäft für uns beflügeln. Bei uns wachsen glücklicherweise in diesem Jahr alle Geschäftsbereiche, also sowohl der Bereich Warmwasser als auch der Bereich Wärmepumpen, wobei das größte Wachstum momentan eindeutig im Bereich Lüftungstechnik, Integrallüftungssysteme und vor allen Dingen bei den Heizungs- und Brauchwasserwärmepumpen zu verzeichnen ist. Also inzwischen werden diese Bereiche bei uns mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes ausmachen, sodass wir also dieses Jahr von deutlich über 200 Millionen Euro sprechen können. Der Wärmepumpenmarkt zeigt aber in Europa ein unterschiedliches Bild. Also insgesamt, wenn man sich das Bild anschaut in Europa, ist das Bild aus meiner Sicht eher ein trauriges Bild. Leider sind viele Länder nicht so unterwegs in Sachen Umrüstung auf erneuerbare Energien, wie das in Deutschland der Fall ist. Der Wärmepumpenmarkt in Deutschland wiederum in 2016 entwickelt sich nach etwas schwachen Jahren 2013, 2014 sehr, sehr erfreulich und beschert uns auch zweistellige Zuwachsraten. Die Wärmepumpe ist für Stiebel Eltron der Energieträger der Zukunft. Also wenn wir davon ausgehen, was wir felsenfest tun, dass die Wärmepumpe im Laufe der nächsten Jahrzehnte eindeutig die Wärmequelle Nummer 1 im Haushalt werden wird,
dann wird sich der Heizungsbauer sicherlich auf diese Technologie einstellen müssen. Aber es ist auch unsere Aufgabe und unsere Pflicht als Industrie, dafür zu sorgen, dass die Produkte so entwickelt werden, dass sie für den Heizungsbauer auch einfacher auszulegen und einfacher einzubauen sind, damit er überhaupt mit den vorhandenen Kapazitäten, die er hat, die Menge an Wärmepumpen einbauen kann, die der Markt auch erfordern wird. Das ist in der heutigen Struktur sicherlich noch nicht möglich. Die Weiland Group hat in ihrem Stammwerk in Remscheid die Fertigung des 1.000.000. Wandhängenden Weiland-Brennwertgerätes Ecotec der aktuellen Generation gefeiert. Seit 2011 wird das Gerät hier mit jährlich steigenden Stückzahlen gefertigt. Anlässlich des Jubiläums stattet Weiland das Mütterzentrum der SOS Kinderdörfer Salzgitter mit denselben Brennwertgeräten aus. Als Partner von SOS Kinderdörfer weltweit baut Weiland seit mehreren Jahren international hocheffiziente Heiztechnik in Gebäude der Hilfsorganisation ein. Das waren die SAK-TV-Nachrichten. Schalten Sie auch nächste Woche zu unseren Sendungen ein. Bis dahin, tschüss!